Unitask, Multitask. Was will er jetzt wieder da, Mr. T. Andreas Triebenbacher? Gute Frage, ne? Ja, ich will auf diesem Thema weiter rumhacken. Denn ja, ich bin tatsächlich fast jeden Tag entweder im Online-Coaching oder auch im 1-zu-1-Coaching bin ich genau mit diesem Thema konfrontiert. Warum? Ich habe natürlich ganz viele Menschen, die im Business-Bereich arbeiten, die erfolgreich sind, die Entscheider sind, die viel Verantwortung haben. Und da ist immer wieder so, dass in den Beratungsgesprächen, im Anamnesebogen ganz oft drinsteht, ja, Stress und Unruhe, nicht durchschlafen können, Hautausschläge, ja, Neurodermitis. Das sind so viele Marker, die darauf hinweisen, dass hier irgendwas im Ungleichgewicht ist. Wie ist das eigentlich? Was passiert da eigentlich tatsächlich langfristig? Ja, wenn man euch kurzfristig jetzt mal viel zu tun hat, ist es unproblematisch. Wenn aber dieser Dauerstress anhält und wir an dem, was wir tun, nicht mehr so viel Spaß haben, wie wir mal gehabt haben, dann kann sich das System kippen und der Körper kann dann darauf reagieren und die Reaktionen sind vielfältig. Das kann von Anstieg vom Blutdruck kann es sein. Das kann ja, das kann Herzrhythmusstörung sein, das kann Extrasystole, das heißt ein extra Herzschlag sein, was da entsteht. Das können Blinzeln in den Augen sein, das kann Tinnitus sein, das können Ausschläge an den Händen sein, das können ständige Magen-Darm-Beschwerden sein. Also die Anzahl an Krankheiten, die dadurch entstehen, sind vielfältig. Aber warum ist das überhaupt so? Was passiert in unserem Körper überhaupt? Schau mal, unser Körper ist natürlich, in der Evolution war das ja so, dass wir vor ein paar tausend Jahren, wenn ihr überlegt, was haben wir da machen müssen, als Mann zum Beispiel, essen, jagen, fortpflanzen. Und das war's, waren 3, 4 verschiedene Sachen am Tag. Die Frau hatten aufpassen auf die Kinder, aufpassen, keine Ahnung, auf die Höhle, dass da alles schön sauber ist, der Müll rausgebracht ist. Das heißt, unsere Aufgabengebiete waren da überschaubar. Zwischenzeitlich konfrontieren sich viele Menschen mit zig verschiedenen Vorhaben am Tag. Wir können ja pro Tag mit unglaublich vielen Menschen kommunizieren aus unterschiedlichen Kulturen, müssen uns dabei auch anpassen in der Verhaltensweise. Wir haben so viele Kontakte zwischenzeitlich, so viele Dinge, die auf uns einströmen. Schaut mal, wenn wir rausgehen und zum Beispiel allein nur Auto fahren, wir können heute ein Auto fahren mit einer PS-Zahl, das konnte noch vor 30 Jahren höchstens einer der auserwählten Rennfahrer fahren. Das können wir heute einfach fahren. Wir haben ein Auto, da sind 500 Schalter drin. Kein Mensch weiß genau, für was die alle da sind. Du fährst in eine Stadt, da kommt hier ein Lichtsignal, da kommt da einer von links, von rechts. Dann hast du noch einen Telefonanruf, was du auch noch annehmen kannst, weil du eine Bluetooth-Anlage drin hast. Du hast zwischenzeitlich auch noch auf deinem Display E-Mails drauf, die du angucken kannst. Es ist unglaublich, mit was wir Menschen unser Gehirn konfrontieren. Und wir denken dann, naja, das wird alles schon irgendwie gut gehen, wird alles schon irgendwie funktionieren. Natürlich funktioniert das irgendwie, aber die Frage ist, wie lang? Und da sind dann nicht die ersten Krankheitsbilder, die da dabei entstehen. Und das sind eben einfach ganz oft Dinge, wie nicht schlafen können, nicht durchschlafen können, sich nicht mehr konzentrieren können, Panikattacken, Atemnot, aus unerklärlichen Gründen Herzrasen, Herzstolpern. Also ganz viele Dinge, die letztendlich unseren Lebensluxus maximal reduzieren. Und das macht den wenigsten Menschen Spaß. Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem einen Coachie gehabt, und er hat zu mir gesagt, Andreas, ich habe richtig viel Kohle, aber ich kann dir eins sagen. Ich hatte Phasen in den letzten Wochen, da hätte ich all mein Geld, was ich mir in den letzten 30 Jahren erarbeitet habe, hätte ich dir sofort gegeben, wenn du mir sagst, ich habe hier einen Schalter, drücke ich drauf und ich bin der alte Mensch wieder im alten Zustand. Ja, das sind Dinge, die dadurch entstehen. Das ist dann, wenn man es noch nicht kennt, denkt man, ja, was soll das? Der ist halt schwacher Typ, der hat es nicht drauf. Das kann ganz vielen Menschen passieren. Das kann auch ganz vielen starken Menschen passieren. Und vor allem kann es Menschen passieren, wo man es nie gedacht hätte. Wo man sagt, Mann, der ist so gut drauf, Mann, der hat so viel Power, der ist so aktiv. Aber wenn es eben zu viel wird, wird es zu viel. Denn Investment in den Job, super. Auf der Rakete nach oben, super. Alles wunderbar. Nur nicht vergessen. Regelmäßiges Reinvestment in uns. Natürlich, klar, wenn jemand hochaktiv arbeitet, was braucht er? Der braucht natürlich eine gute Ernährung. Wenn wir jemanden haben,
der natürlich ja hier einer ist, der abliefert, ein Entscheider. Der braucht auch regelmäßigen Ausgleich in Form von Bewegung. Der braucht auch nochmal Entspannungsruhezeiten. Ernährung natürlich soweit möglich artenbedarfsgerecht. Regelmäßigen Kraft- und Ausdauerbereich, wobei hier ein Ausdauersport einen größeren Vorteil hat, aber die Kombi ist wunderbar. Und dann natürlich diese Achtsamkeitszeiten. Ja, das sind am Tag 3x5 bis 3x10 Minuten. Wenn jetzt da hinten schon der Erste vom Stuhl fällt, boah, ich habe gar keine Zeit für 3x10 Minuten, da kann ich da eins sagen. Eventuell kommt irgendwann einmal die Zeit, da nimmt sich dein Körper diese Auszeit, ohne dich zu fragen. Ja, jetzt kriegst du ganz schön große Augen. Würde ich auch machen, da würde ich auch große Augen regnen. Ich habe das alles schon erlebt bei Leuten, die dann auf einmal gezwungen sind, sich Zeit zu nehmen, die auf einmal raus sind aus dem Business und davor nicht gesorgt haben dafür, dass sie jemand haben, der sie ersetzt. Und auf einmal geht es geschäftlich abwärts. Auf einmal gehen die Aufträge verloren. Auf einmal ja, wird der Kontostand weniger. Warum? Weil man nicht rechtzeitig ein Reinvestment in die eigene Gesundheit investiert hat. Es ist richtig, dass es Menschen gibt, die haben eine sehr hohe Stressresilienz. Es gibt Menschen, die haben eine niedrige Stressresilienz. Und je nachdem, was da vorhanden ist, ist es wichtig, auch diese Stressresilienz zu erhalten. Und jetzt ist natürlich spannend. Wie erhält man diese Stressresilienz? Richtig. Einmal natürlich auch klar, durch gesunde Ernährung. Der Körper braucht gesunde Nährstoffe, damit das Gehirn ja, versorgt wird mit gesunden Nährstoffen. So, dann haben wir den Körper, Bewegung, regelmäßige Bewegung sorgt dafür, dass sich die Hormone ausgleichen, dass die Stresshormone im Griff sind, weil wir haben viele Stresshormone in Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol. Und diese sollten im Ausgleich stehen mit dem Rest. Und wenn ich jetzt hier drauf tippe, dann sehe ich, dass ich noch 3 Minuten habe. Die lohnt sich natürlich schamlos aus. Das sind einfach wichtige Dinge, dass man genauso wie man ein Projekt planen, ein geschäftliches Projekt, das von Erfolg gekrönt sein soll, haben wir eine ganz klare Struktur, ein ganz klares Zeitmanagement, um das Ding abzuliefern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Körper, für das Wertvollste, was wir haben, und nicht nur den Körper, natürlich auch den Geist. Denn unser Geist, unsere innere Stärke ist dafür zuständig, wo wir landen, in der sozialen Schicht und im Krankenhaus, auf der Intensivstation wollen die wenigsten landen. Und dafür sind wir selbst verantwortlich, indem wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und deswegen, ja, Vollgas fahren, rechte Seite ist Gaspedal, super, aber nicht vergessen, dass es ein Bremspedal gibt. Ihr kennt das Sympathikus, Parasympathikus. Der Sympathikus ist das Gaspedal, der Parasympathikus ist das Bremspedal und das sollte man immer regelmäßig benutzen, nicht immer nur Vollgas geben, denn Vollgasfahrer sind meistens richtig gute Typen, die haben es drauf, aber wenn man aus der Kurve fliegt, wenn man nicht gebremst hat, dann hilft das alles nichts. Also denkt bitte dran. Denkt bitte dran, dass ihr regelmäßige Auszeiten für euch macht, dass ihr euch regelmäßig um euch selbst kümmert und dazu benötigt ihr ein gutes Zeitmanagement, indem ihr zum Beispiel, so wie ich es mache, morgens 5 Minuten, mittags 10 Minuten, abends 10 bis 15 Minuten nehme ich meine Auszeit. Meditation, ich mache es mit einer sogenannten Herzvariabilitätenmessung, um direkten Feedback zu bekommen, wie gut ich war, was ich da mache. Das steht und fällt natürlich auch mit der Atmung, eine schöne, gleichmäßige, tiefe Atmung und beim Einwarten fühlen, wo atme ich denn eigentlich hin? Und wenn ihr das macht, werdet ihr feststellen, dass ja, diese innere Ruhe wiederkommt, dass ihr innere Stärke gewinnt. Und jetzt noch ein abschließender Tipp. Macht es nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern jetzt sofort. Jetzt. Denn das ist eine präventive Maßnahme, für ganz viel Lebensluxus zu sorgen und vor allem dir zu zeigen, du hast Verantwortung. Es gibt ganz viele Menschen um dich herum, die mögen es nicht, wenn es dir schlecht geht. Denk an deine Kinder, denk an deine Frau, denk an dein nahes Umfeld, denn die haben dich ins Herz geschlossen und sind froh, wenn es dir gut geht. Amen.